Hallo und herzlich willkommen zur Simjü, den größten Volksfest an der Lippe, was vom 22. bis 25. Oktober in Werne stattfindet. In diesem Jahr findet ihr hier wieder einen tollen Mix an Top-Fahrgeschäften, Spiel- und Belustigungsgeschäften, Funhäusern, Ausschenke- und kirmestypischen Spezialitäten. Und nun zum Programm. Das Volksfest wurde am Samstag durch den Bürgermeister Lothar Christ um 14 Uhr eröffnet. Des Weiteren findet am Sonntag noch zusätzlich zur Kirmes ein verkaufsoffener Sonntag und ein Gottesdienst im Autoscooter Petter statt. Am Montag wird so gegen 21 Uhr ein Feuerwerk gezündet. Am Dienstag gibt es noch zusätzlich zur Kirmes einen Krammarkt. Die Simjü, das größte Volksfest an der Lippe, wird seit über 650 Jahren in der Stadtmitte gefeiert. Besonders toll finde ich, dass niemals darüber nachgedacht wurde, den Jahrmarkt wie in vielen anderen Städten aus der Innenstadt in Randgebiete der Stadt umzusiedeln. Abschließend darf ich noch bemerken, dass sich der Simon-Juda-Markt immer an das Datum, den 28. Oktober, richtet und wird seit der Verleihung des Markgrechts im Jahr 1362 in der Stadtmitte von Werne gefeiert, dem sogenannten Simon- und Juda-Tag. Ihr habt übrigens noch die Möglichkeit, das Volksfest bis einschließlich Dienstag, den 25. Oktober, mit den Attraktionen Airborne, Big Monster, Breakdance Nummer 2, Escape, Wellenflug, Ghost, Hexentanz, Shake and Roll, Love Express, Nightstyle, Rocket, dem Riesenrad der Firma Burkhard Kleuser und mehr zu erleben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meiner neuen Reportage. Herzlich willkommen, Kirmes Markus. Hallo, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Auf Krange, glaube ich. Ja, auf Krange haben wir uns das letzte Mal gesehen, im Anne-Eickel. Wo war da überall in der Zwischenzeit? Wir waren in Greven im Münsterland, in Blasheim auf dem Blasheimer Markt bei Minden-Lübbecke. Danach ging es nach Blomberg und dann waren wir noch in Kamen, Anröchte und jetzt sind wir hier. Ja, und wo geht's jetzt noch hin? Soest natürlich, zur Allerheiligen-Kirmes. Ist das so das Highlight oder hier auch die Simjü in Werne? Also überall ist Highlight. Es ist überall schön, besonders hier in Werne. Da bin ich immer wieder gerne hier auf dem Simjü. Aber Soest ist immer was Besonderes. Es ist die letzte Kirmes im Jahr und mit der Altstadt da, das ist einfach faszinierend. War jetzt aber so ein Wortspiel, ne? In Werne bist du immer wieder gerne. Ja, sicher. Aber das stimmt auch, also es ist wirklich wunderschön hier. So, und jetzt geht's um dich. Kannst du dich mal vorstellen, wer du bist und wie du dazu gekommen bist, hier jetzt zu rekommandieren und so weiter? Mein Name ist Thomas, ich bin der Rekommandeur hier am Big Monster und ich bin seit 2016 hier mit dabei und bin eher durch Zufall dazu gekommen. Ich war vorher bei einem anderen Betrieb, bei Kaiser am Skater und ja, es hat sich einfach so ergeben und ich habe Spaß dran und seitdem mache ich das. Das Monster ist Baujahr 81, wir haben 5 Drehkreuze mit jeweils 5 Gondeln und 2 Sitzplätzen. Insgesamt also eine Kapazität von 50 Fahrgästen, die wir pro Fahrt mitnehmen können. Und auf wie viel Transport dann wird das verladen? Wir haben den Mittelbau, den Gondelwagen, dann noch einen Packwagen, Mannschaftswagen und einen Wohnwagen. Und reist du auch immer mit? Nein, ich fahre hier nur zum Wochenende hin und habe hier Spaß beim Rekommandieren. So, und jetzt ist Spaß auf der Simjü angesagt, oder? Das ist richtig. Und wer mitmachen will, hier hat Spaß. Gleich geht's los. Neue Reise. Ja, und das Wichtigste bei so einem Geschäft ist natürlich das Rekommandieren, weil so kriegt man die Leute in den Laden, oder? Richtig, genau. Und das zeige ich dir jetzt mal. So, einschenk, Freunde, und wenn keiner mehr kommt, geht's los. Es geht los, wir starten neue Runde, neue Reise. Vorsicht an der Fahrbahn, es geht los. So, jetzt starten wir das ganze Karussell mal. Jetzt begrüße ich die Fahrgäste. Herzlich willkommen an Bord, herzlich willkommen im Monster. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt, es geht los. So, jetzt kommt so ein bisschen mehr Bewegung hier rein. Jetzt drehen wir die Kiste ein bisschen auf. Heide, jetzt kommt Schwung in die Kiste. Jetzt kommt Schwung in die Bude. Das Monster ist da. Es geht los. Los, los. So, jetzt haben die Leute erstmal richtig Spaß hier beim Fahren.
Jetzt kann ich nicht mehr so viel in die Kamera gucken, weil jetzt muss ich hier gucken, ob die alle richtig sitzen, ob die Fahrt vernünftig ist. Das Publikum außenrum muss ich immer in Beobachtung haben, dass niemand ins Geschäft reinläuft. Aus, das ist wieder eine schöne Fahrt hier. Auf und nieder, immer wieder der sanfte Schwung, die leichte Welle. So wird's gemacht hier. Das ist Big Monster für euch. Oh, 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 oh. So, das ist jetzt erstmal der langsame Teil der Fahrt. Das Monster 3 von Schwarzkopf hier, das elektrisch betriebene, kann zwei verschiedene Geschwindigkeitsstufen fahren. Jetzt fahren wir erstmal hier die langsame Runde und gleich machen wir noch die schnelle. Oh, sehr schön, sehr schön, schön. So, ein Rekommandeur muss immer aufpassen hier, muss alles unter Kontrolle haben. Ich gucke immer, dass es den Leuten noch gut geht, dass alle am Lachen sind, dass sich alle freuen. Und das ist einfach dann auch die Garantie dafür, dass die Fahrt immer wieder Spaß macht. Ne, die Leute können hier wirklich abschalten, die können sich wohlfühlen, die können die Fahrt genießen. So, Freunde, das war aber noch lange nicht alles hier. Ich bin noch lange nicht fertig mit euch. Denn aufgepasst, jetzt zeige ich euch wieder, wie man richtig Monster fährt. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. So, jetzt fahren wir die schnelle Fahrt. Jetzt kommt richtig Schwung in die Kiste. Jetzt noch mal was wieder, zack, was wieder. Jetzt kommt wieder richtig Schwung in die Kiste. Jetzt geht's wieder auf die und hopp, hopp, hopp. Ui, 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 ui. Geht die Kiste wieder auf die Tunnel, Tunnel. Monsterfahren, meine Lieben, da geht's wieder richtig ab in der Kiste. Tempo, Tempo, Tempo. Der volle Schwung, die volle Fahrt, Freunde. Oh, 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 oh. So, da sieht man, ne? Da geht's richtig ab in der Kiste hier, Volldampf. Die irre Maschine. Oh, oh, oh. Super. Tempo, volle Pulle. Und was so schön ist, Freunde, wir drehen die Kiste nochmal richtig auf hier. Wir machen es nochmal, wir packen es nochmal. Eine Runde machen wir noch, eine Runde schaffen wir noch. Endspurt, Finale. Und dann haben wir es schon wieder geschafft hier. Das war's. Das war's. Ende aus Mickey Mouse, Schicht im Schacht. Wir landen, Maschine. Stop. So, jetzt müssen wir noch landen. Da sind wir wieder. Die Bügel bitte loslassen. Die Bügel loslassen, bitte. Dankeschön, auf Wiedersehen. Macht's gut und kommt bald wieder. Neue Runde, neue Reise, neue Fahrt. Ihr jetzt wieder einchecken. Wir nehmen euch mit. Ja, Lama, vielen Dank. Und ich freue mich auf Soest. Ist auch mal so ein Highlight, finde ja, ich. Ne? Ja. Und dann sehen wir uns nochmal, oder? Ja, hoffe ich. Ich bin den Donnerstag da in Soest. Genau. Ja. Wann strahlst du die Sendung aus hier? Weil es gibt nämlich, ich habe gerade gekriegt hier, Montag ist hier Brillantfeuerwerk. Also ja, wer auf sieht, jeden Fall vor Montag. Genau, ne? Kommt hierher, Leute, kommt nach Werne. In Werne seid ihr gerne. Das macht Spaß hier auf dem Simmühl. Und da gibt es ein wunderschönes Brillantfeuerwerk. Ich bin Leon, ich arbeite für Willy Ordemann für die Airborne. Wie alt ist jetzt das Geschäft? Das ist von 2020. Und das ist ja von KMG, ne? Yes, ja. Wie hoch ist das Geschäft? Das ist 65 Meter hoch und 5G. Also einiges. Ja. Und wie lange dauert der Auf- und Abbau? 9 bis 12 Stunden. Und auf wie viel Transporter wird das verladen? 4 Transporter. Kann man das Geschäft in diesen Jahren noch irgendwo in Deutschland sehen? Ja, wir gehen nach Osnabrück. Und war das schon mal hier auf der Kirmes gewesen, wo wir gerade sind? Das ist das erste Mal hier. Und wie gefällt es euch hier? Schöner Platz hier, ja. Ist eine große Innenstadt-Kirmes hier, ne? Ja. In den Niederlanden gibt es ja auch viele große Innenstadt-Kirmes, ne? Ja, viele in Niederland auch, ja. Ja, ist dann im Prinzip so ein bisschen ähnlich dann hier, oder? Ja. Wie sind Sie zur Kirmes gekommen? Ich war eine kleine Junge und gucke für die Kirmes.
und so bin ich weitergegangen. Und wie viele Jahre arbeiten Sie jetzt schon auf der Kirmes? Ich arbeite all 35 Jahre. Das ist ganz schön lang. Ja. Und hat es immer Spaß gemacht oder gab es auch so mal ab und zu irgendwie was, was nicht so gut war, wie zum Beispiel mit Corona oder so? Ich habe Spaß gemacht, ja. Und ja, 2 Jahre keine Kirmes wegen ja. Corona. Aber jetzt geht's wieder, ne? Ja, glücklich, ja. Von welcher Schaustellerfamilie ist das Geschäft? Von Odermann. Und was für Geschäfte habt ihr alles? Hier eine Freefall-Tore, Gold Mine Tower und ja, Airborne, eine Funhaus, eine große Funhaus. Habt ihr auch noch den Propeller? Ja, ist von deinem Bruder, ja. Ja. Können Sie sich einen anderen Job auch vorstellen oder ist die Kirmes Ihr Leben? Kirmes ist mein Leben, ja. Woran liegt das? Was ist das Besondere, um Kirmes zu arbeiten? Na, schöne Arbeit, schöne Menschen, den ganzen Tag andere Leute. Und Sie haben ja jede Menge Tattoos, ne? Auch von der Kirmes. Alle von meinen Geschäften, ich habe alle Tattoos, ja. Absoluter Wahnsinn. Also Sie stehen da so richtig hinter, Kirmes ist Ihr Leben. Ja, ist mein Leben, ja. Aber die Kirmes heißt in den Niederlanden Kermes, ne? Ein bisschen anderer Name, aber dasselbe, ne? Ja, dasselbe, ja. Ja, danke. Bitte. Jo, ich bin der Felix Körmann und wir sitzen hier gerade beim Escape in der Kasse. Und wie lange habt ihr jetzt das Geschäft? Seit der Rheinkirmes in Düsseldorf, das war ja unser erster Platz. Wie lange hat jetzt die Planung gedauert und die Herstellung? Alles in allem fast 2,5 Jahre, aber halt natürlich auch zwischendurch mit kleinen Unterbrechungen, ne, wegen Corona und allem. Aber ich würde mal sagen, hat sich gelohnt, denn der Laden, der sieht ja top aus und vor allen Dingen auch vom Design. Ihr seid eigentlich auf die Idee gekommen hier mit dem Stil hier, was hier alles zu sehen ist. Ja gut, der grobe Stil ist ja im Grunde die Flucht aus einem einstürzenden Tempel. Es gibt ein Brettspiel, das heißt Escape und das handelt halt quasi von der Flucht aus einem einstürzenden Tempel. Und dadurch sind wir darauf gekommen. So, das war ja noch nicht alles. Ne? Einmal anders herum das Ganze, Freunde. Legen wir mal los. Und das ist ja eine Weltneuheit. Das Geschäft ist ja von Mondial aus den Niederlanden. Genau. Und wie lange dauert jetzt der Auf- und Abbau? Im Grunde kannst du einen Tag rechnen. Ne? Wenn du richtig ranklotzt, Abbau 8 Stunden. Wie sieht euer Fuhrpark aus? Was habt ihr da alles für Fahrzeuge? Wir haben 4 MAN, 3-Achser-LKWs und einen mit Kran. Ne, ein Kran ist hier unersetzbar, weil jedes Teil wird mit einem Kran bewegt. Von den Holzplatten bis zu sämtliche Deko-Teile, alles wird mit einem Kran bewegt.
und ist natürlich mit das wichtigste Fahrzeug. Einmal war noch hier abends wieder. Ich habe euch ja hier beim ersten Platz auf der Düsseldorfer Rheinkirmes begleitet, hier beim Aufbau. Hat sich da einiges verändert beim Aufbau? Habt ihr da einiges verbessert, verfeinert noch? Ja, ein paar Sachen. Wir lassen inzwischen ein paar Fußböden zusammen. Das spart dann halt die Hin- und Herbewegung des Krans, das spart einige Minuten Zeit. Dann auch noch ein paar Sachen, die wir vereinfacht haben, auch um wieder die einzelnen Kranhübe zu sparen. Da haben wir dann nur noch ein großes Paket, was verladen wird und nicht mehr vier einzelne Kranhübe. Das ist dann alles viel zeitsparender und im Winter machen wir auch damit weiter, dass wir noch mehr Zeit sparen. Ihr habt ja noch die Fahrt optimiert, ne? Das ist ja schon in Düsseldorf geschehen, nach dem ersten Wochenende. Da wurde sehr optimiert. Ja, der Laden ist ja brandneu. Gibt es da noch einige an Kinderkrankheiten, oder? Ich würde sagen, im Moment toi toi toi. Das war dann vielleicht mal ein paar Kleinigkeiten. Ein Sensor etwas falsch eingestellt. Das wurde dann alles korrigiert, geändert. Das wurde dann sofort von den Programmierern geändert, korrigiert. Dass alles hundertprozentig funktioniert. Ja, toi toi toi, er läuft. Ja, also jetzt nicht irgendwie so große Probleme hatten wir jetzt bis jetzt noch nicht. Toi toi toi, ich klopfe hier mal auf Holz. Du fährst das Geschäft ja manuell, ne? Ja. Und hast du an der Fahrt noch irgendwas verändert? Hast du da irgendwas rausgefunden, was die Fahrt irgendwie besser macht oder so? Ja gut, man macht inzwischen mehr Richtungswechsel und spielt viel mehr mit den Effekten. Da muss man auch erstmal reinkommen bei einem neuen Geschäft. Wie, bei welcher Geschwindigkeit macht er was, wie, wo. Ne, das weiß man am Anfang gar nicht. Und da fuchst man sich dann immer weiter rein. Ne? Da lernt man immer wieder noch was Neues dazu. Ja, und für die Leute, die Interesse daran haben, das Geschäft aufgebaut wird, da haben wir ja schon eine schöne Reportage zusammen in Düsseldorf gemacht. Ne? Genau. Das blende ich jetzt mal hier unten ein, den Link. Was machst du eigentlich am liebsten? So rekommandieren, hier während der Spielzeit oder mehr den Auf- und Abbau? Das ist eigentlich alles ziemlich gleich. Beides hat ja seine Vorzüge. Klar, jetzt hier fährst du halt die ganze Zeit das Geschäft. So, und beim Auf- und Abbau, das ist halt natürlich mehr körperliche Arbeit. Wobei, hier ist es eher die körperliche Arbeit des Hin- und Herlaufens. Also nicht des schweren Tragens, weil ja alles mit dem Kran gemacht wird, sondern wirklich nur das Hin- und Herlaufen von A nach B. Und kannst du noch was zum Jahr sagen? Wie ist das bis jetzt verlaufen? Da kann ich nicht meckern. Also wir sind zwar verspätet gestartet, ne, im Sommer halt. So, andersherum, das Ganze sind ja noch nicht fertig, Freunde. Legen wir nochmal los. Aber da kann ich nicht meckern, das lief sehr gut. Ist irgendwie schon was bekannt fürs nächste Jahr? Nein, noch nicht. Da ist noch alles am Laufen im Hintergrund. Das wird dann halt zu gegebener Zeit dann bekannt gegeben. Aus welchem Ort kommt ihr gebürtig? Wir kommen aus Nienburg an der Weser. Liegt zwischen Hannover und Bremen. Da war ich ja kurz in der Gegend. Fällt mir gerade so ein. Ich war ja jetzt auf dem Bremer Freimarkt und das ist ja gar nicht so weit von da, ne? Nee, so 60 Kilometer ungefähr, 60, 70 sind das. Ja, nochmal vielen Dank für das nette Interview und dann sehen wir uns jetzt in... Ja, die nächste Station ist Soest und dann haben wir nochmal Anfang Dezember stehen wir in Lemgo. Ja, hallo, guten Abend. Alexander Burkhardt, mein Name. Wir sind hier am Ghost im Geisterdschungel in Werne. Ja, und es ist richtig was los bei dir, Alter. Also die Hütte brennt, sagt man so schön. Viel Spaß, ja, auf jeden Fall. Wie man sieht, finden die Leute das ganz toll, wird gut angenommen. Stehe ja hier auch sehr gut hinter der Kulisse, hinter den Bäumen. Bitte sehr. Und ja, wir geben unser Bestes. Ja, und du hast ja auch was einfallen lassen hier mit der Deko. Zum Beispiel Bitte? Hier vorne steht so ein Busch im Weg, ne?
Und den hast du dekoriert mit Spinnennetze und so weiter. Also sieht richtig cool aus. Ja, klar. Also ich war eigentlich schon im Wintermodus, war ein bisschen auf den Winter eingestellt und habe ganz viel von meiner Deko zu Hause gelassen. Aber wir wohnen ja hier vorne in Hamm. Das sind ja nur ein paar Kilometer. Habe ich mich gestern noch mal schnell ins Auto geschwungen und habe noch mal ein paar Kleinigkeiten geholt. Von daher, deswegen sieht es so aus, wie es aussieht. Ist, finde ich, ganz gut gelungen. Ja. Und wie lange hast du jetzt das Geschäft? Also wir haben das Geschäft in unserem Familienbetrieb seit 2000. Auf wie viel Transport haben wir da eigentlich verladen? Verladen ist diese Anlage auf insgesamt 3 Transporten. Und wir versuchen es so kompakt wie möglich zu halten. Nur durch die größeren Figuren und die mehr Deko, die wir bekommen, wird das natürlich mittlerweile unheimlich schwer. Es wird langsam, wird es eng. Also wir sind auch für nächstes Jahr ein bisschen in Planung für neue Fahrzeuge, für neue Rollen und so weiter. Das ist in Arbeit. Also ist ja mega die Kirmes hier, ne? Was hier los ist, direkt am ersten Tag, ne? Wahnsinn, ne? Ja, also ich war auch gerade mal so ein paar Meter weg, hab mal links und rechts geschaut, mal ein bisschen durch die Reihen. Es ist schon mächtig voll, es sieht schon mächtig gut aus. Richtig gute besuchte Kirmes. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, dir den Laden zuzulegen? Das war ja eine Geschichte von meinem Vater. Mein Vater, wir sind damals mit einer Blumenverlosung gefahren. Das lag mir nicht ganz so. Und dann kam die erste Gruselanlage von einem Kollege aus Mainz und der sagte dann, ich habe noch eine, in ein paar Jahren möchte ich die auch noch gerne veräußern, dann gehe ich so ein bisschen in Ruhestand, schalte einen Gang zurück und dann haben wir, wie gesagt, im Jahre 2000 diese Anlage übernommen oder mein Vater hat die übernommen, weil ich es eigentlich wollte. Ja. Die Anlage eigentlich von Dietz? Das ist ein Dietz-Geschäft, genau, ist aus Baujahr 81. Ist mittlerweile die dritte Fassade, die das Geschäft bekommen hat. Wir hatten es schon als Ghost gekauft und ich habe es dann nur noch modifiziert. Und in den letzten Jahren hast du ja einiges neu gemacht, vor allen Dingen auch im Außenbereich. Da hast du ja hier so einen Wasserparcours und so weiter. Ne? Genau, ja, wir haben dem Geschäft mehr Tiefe verpasst, indem wir noch mal 3 Meter nach hinten bauen müssen durch unseren Wasserparcours. Das bringt ein schöneres Gesamtbild, kommt sehr gut an bei den Leuten, kann man schön dekorieren. Und euer Job ist ja Leute begeistern. Und wo begeistert er in diesem Jahr noch Leute? Ja, in diesem Jahr ist das tatsächlich hier in Werne unsere letzte Veranstaltung. Und dann geht es Richtung Winter. Und da haben wir auch schon einige Sachen vor mit unserem Geschäft, die wir wieder umbauen wollen und erneuern wollen. Und ja, das nächste, was wir jetzt machen, wird unser Weihnachtsmarkt sein. Und im nächsten Jahr fangen wir aufs Neue an. Dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Jahr wieder, oder? Ja, das meinst du? Markus, sehr gerne, sehr gerne. Und dann machen wir mal eine ausführliche Reportage. Ne? Genau, das können wir gerne machen. Das machen wir. Mientras celebrando en tu cuarto, sabe agridulce, como el impacto. Baby, it's a party, put your drinks up. 2 shots to the heart, now fucked up. So we'll do it your way. No, I go party because I'm faded. Se acaba aquí, mi amor. Lo hago por ti. La culpa en tus labios fue lo que sentía. Lo hago por ti. Las vibras no se acaba aquí, mi amor. Loco como pasa el tiempo. Como un blow me gusta cuando quema lento. Pero vamos a acelerar demasiado más. Quiero llegar hasta ti aunque no hay nada más. Solo quiero tequila en mi casa. Perdamos el momento aquí sin nada. Sé que lo haces por mí, yeah. Ese trago pa' mí, solo quiero sentirte, lo hago por ti. La culpa en tus labios fue lo que sentía. Lo hago por ti, las vibras no se acaban aquí, mi amor. Quemadita como arena en la playa, diabla. Dame 7 tragos de pescados y tus labios. Coronado y quiero tu cuerpo como palacios. En la isla retrocaribea son necesarios. To the heart, you're always too late when some drunk in the dark.